Philips Clips. Wissenschaft und Gesellschaft. Thema Populismus. Heute aus Sicht eines Sozialpsychologen. Mein Name ist Christopher Kors. Ich bin Professor für Sozialpsychologie an der Philipps-Universität Marburg. Die Sozialpsychologie untersucht, wie menschliches Erleben und Verhalten durch andere Menschen beeinflusst wird. Solch sozialer Einfluss geschieht im direkten Kontakt, zum Beispiel einem Gespräch, oder indirekt, indem man sozialen Vorstellungen folgt, die in einer Gruppe oder in der Gesellschaft insgesamt vorherrschen oder entstehen. Auch Populisten arbeiten mit sozialen Vorstellungen. Sie machen den Menschen bestimmte Angebote, liefern vermeintliche Erklärungen. Aber wieso sind diese Angebote für viele Menschen attraktiv? Warum glauben Menschen zum Beispiel, dass eine machtvolle, korrupte, nur speziellen Interessen folgenden Elite die Wünsche oder Interessen des sogenannten einfachen oder gemeinen Volkes übergeht? Solche populistischen Vorstellungen knüpfen an die realen Lebensbedingungen der Menschen an, zum Beispiel Veränderungen durch Globalisierung, Migration oder zunehmende Ungleichheit. Wenn solche Veränderungen als schwer durchschaubar erlebt werden, als bedrohlich und, das ist ganz entscheidend, als ungerecht, lösen sie nicht nur Unsicherheit aus, sondern auch moralische Empörung. Verstärkt wird dies über sozialen Einfluss, durch mediale Aufmerksamkeit und die Tendenz, dass man lieber mit Ähnlichgesinnten spricht, die eben die eigenen Ansichten bestätigen. Der populistische Agitator verführt seine Zuhörer nicht, er greift in fast schlafwandlerischer Sicherheit deren Bedürfnisse auf, schreiben die Kollegen Decker und Brähler. Aber welche psychologischen Bedürfnisse sind das? Welche psychologischen Nutzen entstehen? Erstens, wenn man sich als Mitglied des rechtschaffenen Volkes und als Opfer einer bösen Elite sieht, wertet man sich dadurch moralisch auf. Zweitens, wenn man eine einfache Erklärung für komplexe gesellschaftliche Probleme findet, verringert man Unsicherheitserleben. Und drittens, man hat ein Ziel gefunden, auf das man seine Empörung über Ungerechtigkeiten loslassen kann. Übrigens sind es nicht nur die da oben, die dann als Sündenböcke herhalten müssen, sondern auch schwache Gruppen in der Gesellschaft, wie zum Beispiel Menschen, die zu uns geflüchtet sind. Was kann man tun, damit populistische Angebote weniger attraktiv werden? Als Sozialpsychologe würde ich erstmal vorschlagen, an den realen Bedingungen anzusetzen, also zum Beispiel versuchen, Ungleichheit zu reduzieren. Andererseits ist es auch wichtig, dass wir Andersdenkende respektieren, damit sie sich als sozial und moralisch anerkannt, als vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft sehen. Und schließlich müssen wir lernen, konstruktiver umzugehen mit komplexen Problemen, mit Unsicherheit und mit Gefühlen der Empörung. Möchten Sie mehr wissen? Im Text unter diesem Video finden Sie Hinweise auf weitere verlässliche Informationen zum Thema.